Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Türchen 20 des Adventskalenders. Ja, falls ihr euch wundert, dass ich ein bisschen blass bin und vielleicht auch ein bisschen irgendwie verpeilt bin oder so, wundert euch nicht, ich habe nicht geschlafen. Ich habe irgendwie Schlafstörungen gehabt die letzte Zeit und bin dann immer mittags irgendwann eingepennt auf dem Sofa und bin dann abends wach geworden und war dann nachts halt stundenlang wach, so bis 3, 4, bin dann eingeschlafen und habe dann natürlich zu lange geschlafen. Das will ich abändern und deswegen habe ich heute Nacht durchgemacht und werde dann heute Abend, also ich werde jetzt versuchen, bis heute Abend durchzuhalten und dann ja früh ins Bett gehen, damit ich meinen Rhythmus wieder habe, weil ich sonst um 6 eigentlich aufstehe oder aufstehen möchte eigentlich. So, heute haben wir wie immer unsere Adventskalender. Ich fange direkt wieder an mit Türchen 20. Oh, und heute ist wieder ein Bild drin, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, was ich heute Nacht gemacht habe, ich habe mit der Jelly Plate wieder einige Papiere gemacht und habe aber auch noch ein paar andere Sachen gebastelt, da ich euch aber in dem Video gestern Abend schon was vorbereitet habe, was auch ein bisschen länger geht. Da möchte ich deswegen nicht zeigen, was ich noch gebastelt habe. Das zeige ich euch dann morgen, sonst wird das Video hier zu lang. So, da schneit's und man hört ein paar Glöckchen oder so ähnlich. Irgendwas geklimper auf jeden Fall. So, und in der Schokolade haben wir heute ein Geschenk. Aber zu früh, ne? Oder zu spät, wenn es zum Nikolaus sein sollte. So. Ich rede nicht, ja? Also, nicht gezeigt. Innen drin ist so eine weiße Creme und auch wieder ganz lecker. Wonach die schmeckt, kann ich euch nicht sagen. Ist so ein bisschen fruchtig. Ja, Zimt auf jeden Fall. Stark nach Zimt, so im Nachhinein. So. Und hier ist heute wieder ein bisschen was Dickeres drin. Man fühlt nichts. Also ich würde fast wieder auf Vinylfolien tippen, aber vielleicht zwei. Vielleicht auch Flockfolie. Wir gucken mal. Und ich glaube, heute gab es auch wieder ein Video. Ich habe zwar gerade online geguckt, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen neben der Spur. Ja, es ist eine Flockfolie. Aber so eine Design-Flockfolie. Ja. Sieht nicht schlecht aus, finde ich. Gucken wir mal, was dann da drin ist. Ich muss gerade noch mal online gucken. Es tut mir leid, ich muss gerade noch mal zur Seite gucken. Ich muss gerade noch mal auf die Facebook-Seite gehen von dem Adventskalender. Und muss noch mal gucken. Ah, okay, das war dann vorher von einem anderen Türchen. Und hier ist jetzt nämlich nur die Beschreibung. Ich habe mich schon, oder? Wartet. Bin ich jetzt hier verkehrt oder nicht? 18, 14, 20. Mehr ansehen. Genau, es gibt ein Video. Das Datenblatt. Da gucken wir mal, da steht ja immer oben drauf. Oh cool, hier ist noch ein 5-Euro-Gutschein drin heute, der hier online, aber nur online als Bild, also der sieht genauso aus wie, ich hatte doch schon einen, wartet mal. Ja, nee, sieht doch nicht genauso aus. Ja, ist egal, ist jetzt nicht so wichtig, aber auf jeden Fall habe ich einen 5-Euro-Gutschein in eurem im Shop von Plotter Marie. Genau, ist doch Plottermarie. Gültig im Januar für unseren Shop. Ja, und da das ja Plottermarie ist, wird das wohl dieser Shop sein. Okay. So, achso, und dann nochmal auf die PDF. Und dann gucke ich einmal, wie lange wir wieder sammeln. Projekt Nummer 8. Das Video zu dem Türchen wird am 20.12. in der Gruppe veröffentlicht. Okay. Haben wir dann irgendwie von gestern zu heute schon gesammelt? Hm.
Anscheinend. Dann bin ich jetzt gerade. Ja, egal, muss ich nachher noch mal in Ruhe gucken. Anscheinend habe ich das jetzt irgendwie verpeilt, dass wir schon gesammelt haben von gestern zu heute. Und ich habe jetzt, oh, wo ist das Video? Ja, hier ist das Video. Ich muss mir das Video nachher nochmal angucken und dann gucke ich ganz in Ruhe. So, und bevor ich jetzt online mit den anderen Adventskalendern weitermache, möchte ich euch was anderes zeigen. Und zwar, wir haben Mieter, die kommen aus Syrien und sie sind halt nach Deutschland geflohen. Und heute Morgen, also beziehungsweise gestern standen dann auf einmal die Kinder vor der Tür und haben mir Päckchen gebracht und haben gesagt, Nicole, das ist von Mama für dich. Und ja, dann war ich ganz perplex, weil ich hatte nämlich nichts für die Mäuse. Aber gut, aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben. Und ja, ich dachte mir, weil die nämlich auch immer ganz fleißig meine Videos gucken, dachte ich mir, ich packe das jetzt mal hier vor der Kamera aus. Also liebe Grüße an Afra, Abdullah und die Kinder. Und ich mache das hier mal so ganz zack. Und das fühlt sich hier, das Papier fühlt sich ein bisschen fast an wie Tapete. Das ist so ein bisschen stabileres und sehr gut verklebt. Ich guck mal, ob ich das vorsichtig abkriege. Weil das Papier ist nämlich super schön. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal verwenden. So, und hier haben wir eine Schokolade. Und die werde ich nicht alleine essen. Davon gebe ich Christoph natürlich was ab. Aber Lindt ist meine Lieblingsschokolade. Und da haben wir so super Pralines. Und da ist noch der Preis dran. Das machen wir mal schnell ab. Ja, komm. Zack, so hat keiner gesehen. Und da haben wir diese Pralinen alle drin. Mal gucken, ob die Kamera das hinkriegt. Ja, naja. Naja, nicht so. Komm schon, bitte. Es kann doch nicht so schwierig sein, dich zu fokussieren. Ja, immer nur ganz kurz und dann wieder weg. Aber ja, so. Da sind Nougat-Krokants drin, Trüffel, Nougat-Waffelherzen. Falls ich noch dreckige Finger habe, wundert euch nicht. Wie gesagt, ich habe mit der Jelly Plate geschmattert und ich habe noch nicht alles abgekriegt. Nussbecherli, dann Karamell, Amaranth, Orange Marzipan und Amaretto-Trüffel. Sehr lecker. Und da gibt es ja noch ein zweites, da schauen wir auch gleich rein. Jetzt muss ich mal gucken, wie kriege ich das Teil ab. Und dieses Band hier ist auch total schön, guck mal, mit Holo in Rosa. Finde ich sehr, sehr schick. Das kann ich aber, glaube ich, nicht retten. So. Gut verklebt hier, es ist so ein richtig stabiles. Hier, aber nicht so dick, wie ich erst dachte. Ui, was haben wir denn hier? Hier haben wir ein bisschen Beauty. Und zwar, meine Güte, da habt ihr euch aber was Schönes einfallen lassen. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Ein bisschen Schokolade hätte völlig gereicht. So, Bruno Bonani. Dieses Parfüm, genau das benutze ich tatsächlich. Und in meiner Flasche ist nur noch so ein ganz bisschen drin. Also passt das perfekt. Das riecht nämlich hier. Kann ich euch jetzt sowieso nicht vorführen, wie es riecht. Aber ich nehme es einmal raus. Es ist so ein blumiger Duft. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ich schnupper noch mal dran. Vielleicht. Ja, es ist sehr blumig und riecht sehr, sehr lecker. Ja, vielen Dank, meine Lieben. Wie gesagt, das wäre nicht nötig gewesen. Ja, trotzdem vielen, vielen Dank. So, das packe ich dann jetzt einmal an die Seite mit der Schoki zusammen. Und dann gehen wir einmal rüber auf den Monitor und gucken uns die Online-Adventskalender
Adventskalender an. Und zwar beginne ich, Maus, wo bist du? Ja. Mit Tante Plotter. Und zwar hat sie wieder ein Beispielbild. Das heißt, ich brauche es nicht zumachen. Ja, und mit der Folie sieht diese Datei wirklich sehr schön aus. Und die heißt Blumenmond. Ja, eine ganz süße Idee. Und wir gehen direkt weiter zu Tintenrebell. Und ihr seht, das ist wieder sehr kindlich. Ein kleines Pferd. Die Datei heißt Wildfang. Ja, sage ich nichts weiter zu. Habe ich jetzt oft genug gesagt. Und das muss dann mal reichen. Einmal ganz kurz zwischendrin. Und zwar habe ich diese Eule hier für morgen vorbereitet, was ich euch morgen zeigen will. Und ich habe ja gesagt, die wäre super mit Strasssteinchen. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich vergessen, hier diese ganzen Strasssteinchen-Teile rauszulöschen. Jetzt muss ich mal gucken. Entweder muss ich mir die jetzt hier alle einzeln rausschneiden. Also nicht einzeln, aber diesen Strang rausschneiden. Oder ich nehme nur die Eule und lasse halt diese Ecken hier, die dann eigentlich nochmal um die Strasssteine rum wären, weg. Da gucke ich jetzt gleich mal und ja, die hier müsste ich halt auch, das müsste ich dann halt auch rausschneiden, damit ich dann mit der zweiten Datei, also mit der, ich habe halt die Eule jetzt so vergrößert, dass diese Pünktchen so groß sind, dass diese Teile hier reinpassen. Ich habe die vorher ausgemessen, die sind etwa 2 mm und habe halt diese Teile dann im Programm so bearbeitet, dass die halt ungefähr 2 mm haben. Ja, und wie ihr seht, habe ich vergessen, die dann bei dieser Datei hier rauszulöschen, weil sonst habe ich ja, also ich könnte es jetzt so lassen, kann es jetzt aufpressen und kann dann gucken, ob ich es irgendwie hinkriege, die Steine dann drauf zu machen. Aber da habe ich, glaube ich, ein bisschen Schiss, dass die dann wieder abfallen. Also ich muss jetzt aus einer zweiten Folie, und zwar aus einer Flexfolie, aus einer Flockfolie muss ich mir jetzt noch eine Datei, oder die Datei habe ich schon fertig, aber noch ausplotten und entgittern. Und zwar sind dann da nur diese Löcherchen drin. Ja, und wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich nicht vielleicht hier das jetzt einfach ringsrum wegschneide und diese Striche weglasse. Ja, sie gehören irgendwie zur Datei dazu, aber ich glaube, es wird nicht so toll gehen, wenn ich jetzt hier alles rausschneide und das dann wieder drumherum lege, weil es ja sehr dünn ist. Also ich werde es probieren und ihr seht es dann bei dem fertigen Teil. Und ich sehe gerade, ich habe hier auch noch ein Teilchen vergessen zu entgittern. Das mache ich gleich noch. Da ist mir auch leider die Folie hier ein bisschen eingerissen beim Abmachen von der Matte vom Plotter. Beim Abmachen, da ist mir das ein bisschen eingerissen. Deswegen war das hier ein bisschen schwierig. Und hier sehe ich gerade 2 Punkte. Übrigens zum Entgittern, hier habe ich etwa 1 Stunde gebraucht. Also das dauert halt ein bisschen länger. So, wie gesagt, nur mal ganz kurz. Das ist heute noch am 19., aber das werde ich halt reinschneiden bei dem Video morgen. So, ich habe das Ganze jetzt einmal aufgepresst und zwar habe ich mich entschieden, die Punkte jetzt nicht rauszunehmen. Ich hoffe einfach, dass die Strasssteine darauf kleben. Ich habe wieder einen Kissenbezug genommen und man sieht hier, weil das hier eine, ja, so eine Edelfolie ist, die schimmert halt schön und ich fand das Grau auch ganz passend. Bei dem Blau wäre es natürlich untergegangen. So, und hier habe ich dann einmal das für die Strasssteine. Das kommt dann halt da genau oben drauf. Und hier werden jetzt die Strasssteinchen reingefegt. Und ja, hier habe ich das Klebematerial, was dann eben hier drauf geklebt wird. Man muss immer vorsichtig sein, weil das Problem ist nämlich, dass diese Folie, die klebt extrem und auf Papier klebt die leider fest. Das heißt, ich werde mir das hier gleich hier noch einmal ausschneiden, weil nur das hier, das wäre zu weich. Deswegen plotte ich es mir halt dann, also presse ich es mir dann einmal auf Papier und schneide es dann hier an den Rändern einmal ab.
damit eben diese Folie dann nicht hier drauf kleben bleibt. Ja, und da habe ich mir dann hinten auch schon mal drauf geschrieben, dass die für Strass ist, weil die für Strass, die kleben extrem stark. Ja, so, das mache ich jetzt und dann geht's weiter. So, jetzt habe ich es mir einmal ausgeschnitten und jetzt werde ich die Steinchen hier drauf machen und ich hoffe, dass das klappt, weil ich glaube, die Flöcher sind zu klein. Ja, so funktioniert schon mal gar nicht mit dem Pinsel. Ja, also bleibt mir nichts anderes über, als mein Werkzeug hier zu nehmen und die ganzen Steinchen jetzt hier umgekehrt auf jedes Loch ein Steinchen zu legen. Jetzt könnte ich natürlich gucken, dass ich von den Farben her jedes Mal, hier sind schon mal, werden jetzt schon mal zwei Farben beieinander gewesen. Ja, ich werde mir jetzt hier ganz viele Steinchen hinkippen. Die werden wahrscheinlich noch nicht reichen, mal gucken. Und ja, da nehme ich euch jetzt nicht mit. Ich werde jetzt stundenlang hier sitzen und die Steine alle mit meiner Pinzette, also ich hätte die Löcher noch einen Tucken größer machen müssen, immer im Farbwechsel dann hier reinlegen. Wie gesagt, das dauert und da mache ich auf jeden Fall auf Pause. So, ihr Lieben, gefühlte Stunden später, ihr seht, ich habe hier noch einiges an Strasssteinchen über und hier, bin ich schon wieder drauf gekommen, habe ich jetzt meine Strasssteinchen alle vorsichtig reingelegt und ihr seht gerade schon, das ist echt Fummelarbeit, also ich habe jetzt bestimmt eine Stunde gebraucht und jetzt werde ich die Transferfolie nehmen, das mache ich jetzt einmal alleine, weil ich habe wirklich Schiss, dass das nicht klappt und wenn man da jetzt eine Stunde lang gesessen hat und diese Strasssteinchen sortiert, da drauf gepackt hat, einzeln und dann klappt das nicht, dann kann das Video schon mal sehr unangenehm werden vom Tonfall her. Genau, also ich werde das auf jeden Fall gleich einmal alleine drauf machen und ich hoffe, dass das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann bleibt dieses Kissen einfach nur mit dieser Eule und bekommt keine Strasssteinchen, weil ich werde jetzt definitiv nicht noch einmal die ganzen Strasssteinchen da drauf sortieren und wenn die kleben ja dann da auf dieser Folie und da muss man die erstmal wieder abzupfen und sorry, ich kann das nicht haben, wenn jetzt hier diese Dinger liegen, deswegen gucke ich euch gerade nicht an. Genau, also wenn das jetzt gleich nicht funktioniert, dann bleibt die Eule so, wie sie ist und ansonsten gibt es die halt mit den Strasssteinchen. Okay, ich mache einmal Pause. Ha, es hat geklappt. Ganz super beim ersten Mal. Also ich habe die Folie dann einmal genommen und einmal so auf mein T-Shirt gelegt, weil ich weiß, dass die immer so ein bisschen statisch wird. Und ihr seht auch hier, ne, wie stark die wirklich klebt. Da wälzt sich die Trägerfolie total. Aber es hat gut funktioniert. Jetzt ziehen wir es einmal ab. Ja, und wie gesagt, die ist halt wirklich... Oh, ja. Das war vielleicht nicht ganz so schlau. So, hier einmal alles festhalten. Zum Ende ein bisschen vorsichtig, dass es nicht so rumspringt. Ja, und jetzt seht ihr, dass ich hier wirklich mir Mühe gegeben habe, das immer im Wechsel zu machen, damit die Steinchen halt nicht so doof nebeneinander liegen. Ja, und dieses Teil kommt jetzt genau hier auf diese Punkte quasi. Und ihr seht vielleicht auch hier unten zum Beispiel, habe ich mir noch zwei Punkte mehr gemacht und hier an den Ohren auch. Ja, weil ich das einfach schöner fand. Und jetzt, dafür ist es jetzt ganz gut, dass die Punkte da sind, weil da sieht man jetzt, wo man ungefähr hin muss. Auf der Seite klappt es hundertprozentig und auf der anderen Seite klappt es überhaupt nicht, wie ihr gerade seht. Seht ihr das? Da ist es ganz genau drauf und auf der anderen Seite ist es verschoben. So, und jetzt muss ich gucken, wie ich das jetzt hinkriege, dass ich das jetzt einigermaßen... So, also seht ihr, ich kann hier sogar vom Stoff wieder abziehen und trotzdem bleiben diese Punkte da erhalten. Ja, dann wird es jetzt halt ein bisschen anders. Ich habe es extra noch vorher mit der Datei probiert, dass alles klappt. Aber es ist egal. Es muss nicht immer alles 100% perfekt sein. Fehler passieren. Nur was mich halt gerade ärgert, ist halt hier an den Ohren. Es ist halt wirklich ein bisschen schwieriger. So. Ja, da sah es da ganz gut aus. Dafür sah es unten doof aus.
Ich hoffe, ich bin nicht zu doll mit meinem Kopf im Bild, aber selbst wenn, dann kann ich es jetzt ausnahmsweise mal nicht ändern. So. So ist es ganz okay. Ja, es ist hier ein bisschen nicht so ganz perfekt und man sieht die Punkte noch durch, aber es ist egal. Ich finde es nicht so schlimm. Ich glaube, wenn die Strasssteinchen dann drauf sind, wird es nicht mehr so doll auffallen. Ja, also ich habe mir die Datei auf jeden Fall nochmal abgespeichert ohne diese Punkte und das ist natürlich viel, viel besser. Okidoki, so, ich gehe einmal an die Presse und presse die Strasssteinchen auf und werde sie euch gleich einmal zeigen. Und wisst ihr, was ich gerade sehe? Ich könnte kotzen. Ah, ich weine gleich. Habt ihr den Fehler bemerkt? Also jeder Plotter hat es auf jeden Fall bemerkt. Ich habe die Strasssteine falsch rum in die Trägerfolie getan. Weil die müssten jetzt nämlich eigentlich so auf dieser Folie hier kleben, dass die Klebeseite oben ist. Und ich habe es genau andersrum gemacht. Ich habe die Klebeseite nach, also die schöne Seite nach unten in meine Form gemacht. Und die Klebedinger sind jetzt unten drauf. Und das darf natürlich nicht sein. Oh nein. Okay, ja. Jetzt muss ich kurz durchatmen und überlegen, ob ich da jetzt nochmal von vorne anfange oder nicht. Ja, wie ihr euch wahrscheinlich denken könntet, konnte ich es natürlich nicht lassen, weil es ja meine eigene Dummheit war. Warum es jetzt nicht funktioniert hat, habe ich jetzt alle nochmal andersrum draufgelegt und habe auch tatsächlich noch einen Fehler entdeckt, wo ich vorhin mit den Farben ein bisschen durcheinander gekommen bin. Und jetzt sieht es aber alles schicki aus und jetzt versuche ich das wieder mit der Klebefolie und hoffe, es klappt genauso wie vorhin. Und dann geht es endlich an die Presse. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher rangeholt. Ihr seht, es ist nicht perfekt geworden und es war auch so klar. Nachdem die dann alle schön lagen und ich dann diese Folie habe drauf fallen lassen, ja, ist dann leider die Folie beim Drauffallen, hat sie sich so ganz leicht gebogen. Und dann sind natürlich die Steinchen auch schief drauf gewesen und ich musste dann nochmal die ganzen Steinchen alle nochmal per Hand ein bisschen anordnen. Ist jetzt nicht perfekt geworden, aber ich finde es nicht schlimm. Und wer hat schon gesagt, dass es perfekt sein muss? Ne? Also man sieht jetzt hier natürlich überall sind Punkte. Also ich werde definitiv, wenn ich das nochmal mache, dann werde ich definitiv bei der Eule die Sachen ringsrum komplett wegnehmen. Also die Striche wie auch die Punkte. Bei der Datei hatte ich ja nur die Punkte weggemacht. Ich werde aber auch die Striche wegmachen, weil, wie man sieht, diese Strasssteinchen brauchen einfach mehr Platz. Ja, ansonsten finde ich es aber trotzdem gut gelungen. Und ja, wie gesagt, es ist halt jetzt etwas ganz Besonderes, dadurch, dass es nicht perfekt ist. So, ihr Lieben, und schon kommen wir zu unserem Päckchen von Miss Fruchteis. Und ich erinnere mich überhaupt nicht mehr, wo die 20 war. Und selbst wenn ich mich erinnern würde, würde ich es wahrscheinlich heute eh nicht auf die Reihe kriegen. Deswegen blättere ich durch und suche. Tapfer die Nummer 20. 20, 11, 2, 16, 20. Da ist sie. Nicht, dass ich schummle hier. Da ist die 20. Und wir haben heute ein Herzchen. Da werde ich gleich schauen, was da drin ist. Und in unserem Vers steht heute, sprich nicht. Wie kommt's, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn du fragst das nicht in Weisheit. Prediger 7, Vers 10. Ja, irgendwie passt das ein bisschen zur momentanen Corona-Situation. Ja, es gab auch früher schlimme Zeiten. Es gab die Pest, es gab, weiß ich nicht, was alles für Krankheiten und Pandemien und wo Milliarden von Menschen tatsächlich dran gestorben sind. Und deswegen, ja, genau, schauen wir besser nicht so auf dieses ganze Negative, sondern auf das Positive. Und ja, genau. Ich mache einmal kurz auf Pause und dann suche ich mir das Paketchen mit dem Herz. So, das Herzchen ist gefunden und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil es fühlt sich genauso an wie dieser Füller hier. Und dann bin ich mal gespannt, ob da auch tatsächlich ein Füller drin ist.
oder irgendein anderer Stift. Aber ein Stift ist es sicher. Also da bin ich mir zumindest sicher. Wäre jetzt lustig, wenn es keiner wäre. Aber ich bin mir doch recht sicher. Und es ist wieder ein Füller. Oh, und der glänzt wieder so schön. Und zwar in Blau, in Lila, in ja, alle möglichen Farben, je nachdem, wie man ihn dreht. Für euch ist, bleibt da, glaube ich, die ganze Zeit Petrol. Aber für mich, wenn es so ein bisschen dunkler wird, also wenn es so ein bisschen schattiger ist, muss man von beiden Seiten so ein bisschen das Licht abschirmen. Seht ihr das an den Rändern, dann wird es nämlich lila. Also je nachdem, wie man ihn ins Licht oder aus dem Licht hält, wird er lila. Und auch hier ist bestimmt wieder diese tolle, jawohl, auch hier ist wieder dieses tolle Teil drin. Und ich habe jetzt aber leider nur dieses eine. Sonst hätte ich jetzt eine andere Farbe hier reingemacht. Aber da ich nur eine habe, mache ich es hier. Und für alle die, die das Video mit dem Füller hier nicht gesehen haben, mache ich es hier jetzt auch nochmal. Und zwar macht man dieses Ding erstmal nach ganz vorne. So, dann hält man das ins Fässchen, in die Tinte und dreht. Und durch das Drehen, na komm. Na, was ist denn? Achso, ich muss in die andere Richtung drehen. Okay, das, ja, das erklärt's. Durch das Drehen saugt sich diese immer wieder verwendbare Patrone voll mit Tinte. So, jetzt ist sie voll. Und ja, ich mache das immer so, dass ich einmal den Füller hier schon so ein bisschen auflade, indem ich den schon einmal in die Patrone stopfe. Und dann einmal zu. Das hier vorsichtshalber auch, nicht, dass ich hier die ganze Tinte gleich noch rumfliegen habe. Das fehlt mir noch. So, und ich habe hier an der Seite genug Restpapier rumfliegen. Und dann schauen wir mal, ob wir die Tinte überhaupt nicht sehen. Fühlte sich gerade so an. Man braucht anscheinend ein bisschen, bis die Tinte nachläuft. Oh, erst nicht rein, dann nicht raus. So. Ja, das ist wieder die Tinte leer, die ich reingemacht habe, aber das macht nichts. Den muss man einfach mal ein bisschen, ich schiebe jetzt die Tinte einfach mal ein bisschen nach vorne, vielleicht klappt das schon. Und wenn das nicht klappt, dann einfach mal ein bisschen nach unten stehen lassen und dann wird der auf jeden Fall nachlaufen. Ich lasse ihn jetzt so einfach mal stehen. Ja, super, super schick von der Farbe her. Vielen Dank. Wirklich schick, 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 schick. So. Der kommt auch da in das Fächlein. Und mit dem, das interessiert mich jetzt mal, ob der hier damit schreibt. Ja, guck mal, der schreibt gleich. Ja, also der schreibt. Und der andere wird auch schreiben, sobald da die Tinte mal ein bisschen nachgelaufen ist. So. Okay, ihr Lieben, das war mein Türchen 20. Ja, 4 Tage noch, beziehungsweise ja, mit dem heute 4 und dann ist es schon soweit. Wahnsinn. Okay, ihr Süßen, dann bis morgen. Tschüss.